In Sachsen-Anhalt brechen Wahlgewinner Haseloff die potenziellen Koalitionspartner weg. Nach der FDP haben nun auch die Grünen eine Regierungskoalition mit CDU und SPD ausgeschlossen. Man stehe nur für eine Koalition bereit, die rechnerisch auch auf die Stimmen der Grünen angewiesen wäre, sagte Grünen-Landeschef Striegel. Damit ist klar, dass die bisherige schwarz-rot-grüne Regierungskoalition ihre Arbeit nicht fortsetzen kann. Hintergrund ist, dass CDU und SPD nach der Landtagswahl bereits mit einem Zweierbündnis auf eine knappe Mehrheit kommen. Auch die FDP will den beiden nicht als dritte Fraktion zu einer breiteren Mehrheit verhelfen. Eine Zusammenarbeit mit der Linken oder mit der AfD lehnen die Christdemokraten jedoch ab. Tja, da dachte man, es wird ganz einfach für Rainer Haseloff. Ist jetzt aber nicht, weil, wie gesagt, die potenziellen Kandidaten abspringen, Lena Mosel, vor dem Kanzleramt. Und jetzt? Naja, sie springen nicht ganz ab. Sie sagen nur relativ selbstbewusst Nein zu einer jeweiligen Koalition, nämlich zu der, bei der die SPD beteiligt wäre. Da wäre man nämlich nicht gebraucht. Weder die Grünen noch die FDP, du hast es gerade ja selbst gesagt, SPD und CDU kommen auf eine ganz knappe Mehrheit. Einen Sitz hätte man insgesamt mehr. Und da hört man so ein bisschen den Tenor von beiden Seiten. Die FDP sagt, man will eben nicht das Reserverat sein. Das ist sicherlich auch ganz leicht nachzuvollziehen, denn in Koalitionsverhandlungen, da wäre das natürlich keine starke Verhandlungsposition, wenn man weiß, man ist eigentlich rein rechnerisch gar nicht gebraucht. Man bietet quasi den Puffer, damit einfach eine größere Mehrheit geschaffen wird. Da hat man nicht die größte Verhandlungsmöglichkeit und dem widersetzen sich dann quasi die Grünen und die FDP. Aber ein Jamaika-Bündnis beispielsweise, das halten beide ja noch offen. Und eben ansonsten bliebe noch die Möglichkeit von CDU und SPD gemeinsam, ohne die beiden anderen dann zu regieren.